Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Blue River. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und heute geht's weiter. Heute werden wir nämlich an dieser Stelle weiterarbeiten, werden wahrscheinlich hier die Anschlüsse ein bisschen gucken, was wir vielleicht noch hinzufügen können, werden hier die Straßen ein bisschen vorbereiten, damit man das schon mal hat. Dann möchte ich die öffentlichen Verkehrsmittel etwas mit reinbekommen, also ich möchte auf jeden Fall Straßenbahn bauen. Ich finde einfach die Vielfalt groß, die man halt mittlerweile hat von der Straßenbahn durch das Update und möchte das hier auch ein bisschen mit reinbekommen, dass man hier öffentliche Verkehrsmittel natürlich auch hat, möchte die U-Bahn von hier drüben vielleicht hier rüber setzen, ne, dass man halt die beiden Seiten verbindet mit der U-Bahn. Das muss ich noch schauen. Ich habe so ein bisschen eine Vorstellung, mal gucken, ob das gelingen wird. Und für mich ist jetzt der Release noch eine Folge entfernt, also diese Folge und auch die nächste Folge. Da muss ich leider noch ein bisschen abwarten, aber dann geht es für mich auch los. Für euch ist ja, glaube ich, das DLC schon draußen. Und ja, weil ich halt natürlich ein bisschen am Vorproduzieren bin. Für mich ist aktuell Sonntag und deswegen, kann ich es kaum noch erwarten, bis endlich mal Dienstag ist. Und dann kann ich endlich auch mit dem neuen DLC hier arbeiten. Deswegen bereiten wir noch ein bisschen vor, gucken, wie man das alles hinbekommt, wie weit wir kommen. Deswegen habe ich noch ein bisschen Puffer, ne? Zur Not habe ich morgen nochmal eben einen Tag, wo ich dann nochmal weiter vorbereiten könnte. Und dann, springen wir ins kalte Wasser und schauen uns natürlich das neue DLC übers Wochenende an. So, ich würde auf jeden Fall natürlich es sehr schätzen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video und natürlich auch gerne, wenn ihr Lust habt, ein Abo für diesen Kanal, wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen möchtet hier rund um City Skylines. Und an dieser Stelle natürlich wieder ein großes Dankeschön auch an meine Kanalmitglieder, die immer noch hier mit an Bord sind und mich hier weiterhin unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank an euch. Sehr, sehr lieb von euch. Wir legen auf jeden Fall los. Wir gehen hier ein wenig. Ich habe ja hier ein bisschen umgearbeitet. Also wir haben jetzt hier die ein oder andere Stütze mit reinbekommen. Ich habe hier nochmal ein wenig auch mit so Mauerteilen gearbeitet und habe das Gelände angepasst. Also das ist ja das, was ich letztes Mal noch für mich so ein bisschen getan habe. Das wollte ich euch ja hier präsentieren. Es ist nichts Großartiges. Es ist auch noch nicht fertig. Zum Beispiel hier die Seite haben wir auch noch nicht gemacht. Aber ich weiß ja auch noch nicht, ob wir überall so final sind. Ja, weil hier haben wir zum Beispiel den Anschluss. Den müssen wir hier noch irgendwie mit reinbringen. Und ja, wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, dass man natürlich auch die Ölindustrie hier und da nochmal so ein bisschen zwischen anschließen könnten. Hier an diesen Stellen. Und das ist so ein Gedanke, mit dem ich spiele. Zum Beispiel auch hier, dass man vielleicht hingeht und von hier aus nochmal so einen kleinen Bogen zieht und hier halt den Anschluss nochmal macht, dass sie halt auch auffahren können von hier aus. Ich weiß es noch nicht, ja. Es ist halt immer so ein optisches Spiel. Also klar, ich könnte überall Verbindungen wie wild hier mit reinbringen und es würde auch alles klappen vielleicht, aber die Optik, die spielt halt eine Rolle. Es soll halt irgendwo was hermachen und ich finde das Gesamtbild bis jetzt sehr, sehr cool, auch wenn nicht jede Seite angeschlossen ist, aber mal schauen, was wir da noch so machen können. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal an dieser Stelle schauen, wo der Berg endet. Ah, okay, der endet wirklich auch hier und dann haben wir hier, ja, das dachte ich mir, wir haben hier nämlich ein bisschen Probleme, dass auf jeden Fall hier diese Stelle gerade ist, ja. Und ich habe mir halt überlegt, wie ich das hier gestalten möchte. Wie gesagt, ich kann mir noch nicht vorstellen, was in dem DLC enthalten ist. Wie gesagt, bis jetzt weiß ich, dass es ein Gebäude gibt, was sich upgradet, ja. Und so ein Börsengebäude wahrscheinlich, soweit ich weiß. Mehr habe ich darüber mir nicht angeschaut. Also keinerlei Videos oder irgendwelche Tutorials. Ich weiß, dass die draußen sind, weil ich folge natürlich auch dem City Skylines Kanal auf YouTube. Deswegen sehe ich, was sie rausbringen, aber draufgeklickt habe ich nicht. Und deswegen ist das für mich eigentlich eine komplette Überraschung. Deswegen bereiten wir halt einfach ein bisschen vor und bauen dann gegebenenfalls vielleicht wieder ein bisschen um. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Ich würde auf jeden Fall hier ganz gerne einen sehr, sehr großen Kreisverkehr machen. Ja, einen sehr, sehr großen Kreisverkehr. Und ich würde es soweit begrüßen. Genau 700 können wir machen. Wir machen das mal auf die Größe. Und das dürfte die Mitte sein. Gehen wir auf 700. Es soll jetzt halt, Kreisverkehr ist vielleicht der falsche Begriff. Es soll, es soll kein Kreisverkehr sein. Es soll halt einfach so einen, ja, es soll einen Kreis darstellen, ne? Es wird auf jeden Fall jetzt nicht so die Kreisverkehrregelung haben, weil wir werden außen wie auch innen Anschlüsse haben bei dem Ding. Das soll so ein bisschen der Mittelpunkt werden, wo vielleicht auch so die Hauptgebäude reingesetzt werden. Mensch.
Mit Hilfe haben wir den Kreisverkehr dann auch hinbekommen. Da ist kein Kreisverkehr, ist ein großes Rondell, aber ja, nee, also bin ich jetzt nicht so unzufrieden mit. Und da würde ich dich gerne hier anschließen. Für die Straßenbahn brauchen wir hier natürlich auf der Seite auch wieder ein Depot. Da kommen wir nicht drum rum. Ich werde mal die Nodes hier anpeilen. Macht das auch so rum? Ich finde das so rum irgendwie einfacher. Da können wir ja die Straße einfach drehen. Guck mal. Ja. Und wie gesagt, das Gebäude kommt hier rein. An dieser Stelle. Da muss man mal gucken, wie wir das natürlich noch anschließen. Wie wir hier Straßen reinbauen und wie das dann aussieht. Ich würde jetzt natürlich auch einige Anschlüsse hier in diese Richtung haben. Also einen hier rüber, der hier eine Brücke vielleicht hat. Wäre zum Beispiel eine Idee. Da müssen wir mal gucken. Also ich werde jetzt nichts mehr mit Schnellstraße machen, aber, und das ist jetzt der Punkt, da kommt wahrscheinlich die Straßenbahn mit rein. Oh, hier ist eine Fluglinie. Hallo. So, die Straßenbahn wird auf jeden Fall doch ein bisschen größer auch. Wir machen das mal so. Und genau, dann gehen wir hier rüber. Wir peilen mal eine Node an. Dann können wir wieder das ganz gut splitten. Das übernimmt sie ja leider einfach nicht. Network Skin mag das nicht, glaube ich. Dann würde ich hier eine Ecke mit reinmachen. Es geht ja in die Richtung auch noch weiter. Genau, so. Peilen das mal so an. Und genau, wir gehen ja auch auf die Insel rüber. Da könnte ich mir aber eher vorstellen, dass wir vielleicht nicht die sechsspurige nehmen, sondern hier so eine kleinere, so eine. Ja. Genau. Ah, die hat's übernommen. Ja, nee, das ist super. Dann machen wir das nämlich so, dass wir hier rüber gehen. Die Weise. Machen wir das wieder kaputt. So, als Bogen machen wir das mal so. Wir machen das mal grob, ne? Dann hier drüben. Achso. Okay, das wäre schon eine coole Brücke. Wäre schon eine coole Brücke, aber halt super unnötig so, ne? Also, warte mal. Schau mal ganz kurz. Ah, warte mal. Nee, ich möchte die Brücke haben. Mal ignorieren, was hier im Hintergrund wieder kaputt ist und was nicht und hast du nicht gesehen. Das ist halt, ja, ein wenig unschön. So. Machen wir das so. Und dann gehen wir hier. Also als Ecke will ich nicht. Wenn, dann gehen wir als Bogen hier weiter. Ne? So. Gut, dann schüttet er hier ein bisschen auf. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir halt wieder die ganzen Stellen, die hier wieder kaputt sind. Die wir jetzt hier erstmal wieder reparieren müssen. Der weiß halt auch nicht, was er machen soll. Also das heißt, wir haben eine Kreuzung und dann direkt den Kreisverkehr. Wir nennen sie jetzt einfach mal Kreisverkehr. Das wird wahrscheinlich sich nicht ändern. Dann haben wir jetzt hier außen die Straßenbahnbusse. Machen wir hier, glaube ich, nicht. Deswegen mache ich jetzt hier mal nicht noch eine kombinierte Buslane dazu. Wir machen hier einfach mal die Straßenbahn. Und ich würde gerne die Straßenbahn hier dann reinfahren lassen. Die Sache ist, dadurch, dass wir hier an dieser Straße die Straßenbahn außen haben, ist das große Problem, dass wir, wenn wir die Straße hier splitten, die Straßenbahn rein. Nee, das kriegen wir nicht hin. Das klappt nicht. Außer wir nehmen
Bin ich hier bei Straßenmal? Bin ich nicht, ne? Außerdem nehmen so eine Straßenmal, die hier. Okay, da kam nichts Neues dazu. Man könnte halt hiermit die Spuren so machen und könnte dann die Spuren weiterziehen als einspurige. Also dass sie halt wirklich hier einmal rübergehen und dann hier wieder zurückkehren. Ich hätte sie ja sonst wieder mittig durchlaufen lassen. Na, wir können das ja mal uns anschauen. Die Nauts sind ja erstmal egal. Warum ist die bitte nicht dunkel? Ach, das kann sein, weil ich die was anderes verwendet habe. Dann machen wir das mal so, dass die Straßenbahn, die splittet. Gut, den Wendepunkt, den haben wir immer drin. Und dann geht es hiermit weiter. Mit der. Das heißt, wir werden hier so reinmarschieren. Und hier werden wir dann wieder rausmarschieren. Das wäre halt so momentan die Idee. Über diese Variante. Ja, ich meine, das ist nicht schlecht. Man könnte das wirklich so angehen. Wir müssen halt jetzt schauen, was wir noch für normale Straßen hier mit reinbringen. Aber die Straßenbahn an sich, dass man die schon mal hier so drin hat, ist jetzt, finde ich jetzt okay. So, jetzt werden wir das erstmal hier ein bisschen anpassen. Und zwar würde ich hier rot ein wenig rum. Kann man das so machen? Gesagt, jegliche Regelungen so sind erstmal noch egal. Das heißt, wir haben hier allerdings drei Spuren, wovon die Straßenbahn, die übernimmt das dann, die zwei Spuren, ne? Ja, die hat dann auch wieder eine. Ich finde das irgendwie cool. Probieren wir das mal. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist, dass wir hier, glaube ich, ich bin falsch, hier will ich hin. Dass wir hier wahrscheinlich mit zwei Spuren doch besser dran sein dürften. Wenn wir die ganz normale Straßenbahn hier. Ach, das gibt's doch nicht. Wir mehr am Hin- und Herschalten als alles andere. Dass wir das auf die Weise machen. Ach, jetzt ist sie ja wieder innen. Warte mal, haben wir die auch in außen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber die Allee, die hat die immer innen. Oh. Ja gut, im Endeffekt können wir es trotzdem so lassen. Oder wir nehmen es halt in Kauf, dass eine Spur weggeht. Das ist halt jetzt immer so die Sache. Aber es funktioniert nicht. Die hat immer in der Mitte die Straßenbahn. Die hier nicht. Aber der hat auch noch eine Buslane mit dabei. Nee, also das können wir nicht anders. Oder ich übersehe gerade was. Das weiß ich nicht. Aber im Endeffekt könnte man das so machen. Dann würden die Spuren bleiben. Gut, dann hätten wir es halt trotzdem das Problem, dass ich hier die treffen, ja, an der Stelle. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Hoffe ich auf jeden Fall. Wie gesagt, mittig hätten wir auch machen können. Aber nee, wir lassen die wirklich hier mal drüber und probieren das mal auf die Variante. Und schauen mal, wie das Ganze dann aussehen könnte. Ja, da haben wir auch eine böse Kreuzung. Gut, dann würde ich jetzt mal schauen, dass wir hier eben reinfahren auch. Ne? Dass wir hier natürlich dann das Gebäude später dann auch gut mit integrieren. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie eine Straßenbahn haben muss. Muss nicht, aber kann. Aber das machen wir im Nachhinein. Das graden wir dann irgendwie ab. Die Sache ist, jetzt müssen wir halt nur schauen, wie wir das anschließen. Ich hätte es gerne in so einem Bogen gehabt. Dass man hier so rumgeht. Aber das würde ja nur Sinn ergeben, wenn wir einspurig werden. Ja, also und in eine Richtung gehen. Und da haben wir eigentlich nur die Varianten. Falsche Richtung. Die Varianten. Wir haben ja doch schon ein bisschen Auswahl, ne? Ganz klar. Das wären so unsere Möglichkeiten, die wir haben. Und die Straßen, muss ich zugeben, sind mir ein wenig zu klein. Deswegen würde ich, dadurch, dass es ja so ein großer Kreisverkehr ist, das ein bisschen anders probieren. Ich würde gerne so eine Allee hier durchziehen. Die hier ist halt auch irgendwie cool. Ja. Okay,
denke, das war's dann schon. Fahrradweg braucht man nicht, ne? Also die werden ja hier eh nicht durchgehen. In dem Fall. So, wir probieren das mal. Wir ziehen das jetzt einfach mal so durch, wie ich mir das denke. Wir peilen mal das hier an und ziehen hier mal rüber. So ungefähr. Von den Ecken links und rechts dürfte das einigermaßen gleich sein. Machen das mal auf die Weise. So. Gut. Also das ist erstmal ein absolutes Durcheinander. Dann, gut, dass ich mir noch eine Folge hier im Petto habe zu vorbereiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das uns reichen wird heute. Dann werden wir hier... Ach, das kreuzt sich ja. Daran habe ich nicht gedacht. Das kreuzt sich hier. Oh, nee. Stimmt, weil wenn die hier... Die müssen ja hier rüber. Und die müssen ja hier... Ah, oh, das ist ja... Ist ja doch schon ein bisschen schlecht gelaufen jetzt. Das funktioniert so nicht auf meiner Idee, zu meiner Idee. Das heißt, wir werden hier... Ja, das machen. Na, das... Keine Ahnung. Also man kann das natürlich schon so machen, das geht. Geht schon klar, ne? Also... Könnte das so anschließen. Aber dann haben wir hier dann das Kreuz drin, ne? Die Frage ist, ist uns das egal? Das ist so die Sache. Ist das uns egal? Ignorieren wir das einfach? Ja, die werden sich hier lahmlegen, ne? Ich bin mir halt nicht sicher, wie viel hier unterwegs sein wird. Als Abkürzung lohnt sich's nicht. Als Wendeplattform lohnt sich's vielleicht. Das könnte sein. Wir können es mal probieren. Können es halt wirklich mal probieren. Machen wir das hier genauso. Ja. Ah, das ist falsch. So. Gucken wir mal, wie sich das hier verhalten wird, dieses Kreuz. Wir haben hier auf jeden Fall einen ungebeteten Gast. Hallo. Mal hier drüben, glaube ich, auch. Hallo. Das braucht man nämlich beide nicht. Dann können wir das auf die Weise machen. Hm. Das machen wir natürlich alles hier weg. Und wie auch schon bei anderen Dingen, wenn es halt nicht funktioniert, dann ändern wir es halt wieder. Genau, so, wir gucken jetzt mal. Ein Gebäude hier an so einem Bogen zu setzen, könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, wie das Gebäude aufgebaut sein wird, aber ich werde es mal probieren, dass wir das hier reinbasteln können. Na, zur Not müssen wir halt hier noch eine Straße durchziehen, so wie die jetzt hier. Die schließen wir dann an. Und ja, hätten dann eben die Möglichkeit, an die Gerade das Gebäude zu ziehen. Also das wäre ja schon mal möglich. Sieht schon mal cool aus, finde ich. Gut, das heißt, das ist das Einzige, was drinnen stattfinden wird. Die Straßenbahn, die wandert halt weiter. Da muss ich mal gucken, wie ich das halt mache, weil die Straßenbahn soll ja auch hier irgendwie ankommen. Ich möchte die Straßenbahn hier nicht nur im Kreis fahren lassen, sondern die soll auf der Seite auch noch weitergehen, hier rüber. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das machen möchte. Dass das halt auch irgendwo cool aussieht. Aber ich glaube, das können wir erst machen, wenn wir dann das Gebäude hier gesetzt haben und geguckt haben, was es überhaupt noch so für Gebäude gibt. Weil dann werden wir sehen, was so möglich ist. So, dann gehen wir weiter. Obwohl, wir könnten ja hier mit der Straßenbahn auf jeden Fall schon mal planen, rauszugehen. Das wäre keine schlechte Idee. Wir gehen hier durch. Ja. Dann haben wir hier die zwei Spuren. In dem Fall brauchen wir halt... Echt die Frage. Ja, ziehen wir mal die Bäume nicht durch. Machen das mal so. Ziehen wir das mal hier so durch. Schließen das hier an. Na? Ist das... Ach, ich habe die falsche gebaut. Ha. Was sagen? Das funktioniert so nicht. So, da macht man nach wie vor wieder hier ein wenig mehr Platz.
Ja, jetzt müssen wir halt hier wieder die Notes wegmachen. Die sind halt. Die lasse ich, glaube ich, weil sonst könnte es vielleicht schlecht enden. Das weiß ich nicht. Aber diesen Bogen brauchen wir den nicht. Und jetzt kommt hier die Straßenbahn durch. Die jetzt hier. Ja. Die. Achso. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das jetzt nicht falsch machen. Die jetzt hier durchgehen wird. Und die geht ja jetzt hier in beide Richtungen. Also hier, ne, dürfen wir nicht vergessen, ist keine einspurige. Das sieht man da so schlecht. Ist keine einspurige. Gut. Ja, gut, das können wir nicht ändern hier. Die Nodes sind in Ordnung. Die Nodes sind in Ordnung. Die Zebrastreifen, die sind nicht in Ordnung. Die machen wir nämlich weg. Auch hier. Oh, das ist praktisch, dass wir die halt wegnehmen können. Und die Seite kommt ja weg. Ich peile das mal so an, dass es funktionieren könnte. Das ist halt ein ganz kleines Stück. Ganz kleines Stück hier mit den... mit den Markierungen, da wir ja selber nicht markieren. Muss man mal gucken. Achso, ja, hier haben wir jetzt das nächste Problem. Das heißt, hier auf der Seite funktioniert es auch. War ja gar kein Problem. Mensch, war das easy. Ein bisschen weiter so. Auch hier natürlich Zebrastreifen weg. Das machen wir jetzt immer direkt, damit es halt einigermaßen hübsch aussieht. So, das heißt, wir wandern hier durch mit der Straßenbahn. Genau, und hier splittet die in zwei Richtungen. Hier haben wir ja praktisch nur die eine Seite, die dann irgendwie ankommt. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir das so ein bisschen anpeilen, was wir hier haben. Können wir ja... ist optisch so hier einigermaßen so Luftlinie schon mal passt. Dann haben wir hier die Straßenbahn auf der Seite auch angeschlossen. So, das heißt, die geht dann in die Richtung weiter. Und die Sache, wie gesagt, ist, ich weiß halt nicht, wie sich das... wie das funktionieren könnte, also was hier jetzt hier mit den Verbindungen, wie das optisch cool wäre, so dass es halt auch nicht irgendwo dann später im Weg ist. Deswegen lasse ich die Anschlüsse einfach mal alles so offen und schaue mir das dann mal an. Ich würde die nämlich gerne, die Seite würde ich hier oben irgendwie durchlaufen lassen. Ja, so, jetzt hätte ich hier in die Richtung. Jetzt ist die Frage, ob ich in die Richtung auch nochmal eine Straßenbahn machen möchte. Wir haben ja hier doch schon noch ein bisschen Fläche. Wir haben hier die Straßenbahn und könnten die halt hier rüber enden lassen. Das heißt, die Straßenbahn könnten wir hier im Kreis fahren lassen. Und dann würde die hier wieder irgendwo ankommen. Da wäre die hier hinten abgeschlossen, ne? Wäre schon eine Idee. Das ist nur die Sache. Da wir ja hier diesen inneren Anschluss haben, ist das hier mit dem äußeren Anschluss etwas schwierig. Außer wir machen das hier doppelt. Das möchte ich eigentlich nicht. Das könnte halt schon cool aussehen, es könnte aber auch nicht cool aussehen. Wir gehen hier hin, wir gehen hier hin. Hier in die Richtung wäre halt doch schon noch gar nicht so schlecht. Ja gut, wir machen mal das als Gegenstück, wir machen das mal hier rüber, machen das mal auch ohne Straßenbahn hier. Ja. Da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie das funktionieren könnte, wie das gut aussehen könnte. Ich mach das mal hier so und halt so, ne? Das müssen wir jetzt halt auf die Weise machen. S war schon groß, der ganze Kreisverkehr. Der kein Kreisverkehr ist. Na, das... aber nehmen wir mal trotzdem ein bisschen Platzmangel. Ach, das ist ja wild. Gut, achso, warte mal, hier an den Stellen, da müssen wir das natürlich aufmachen. Das haben wir hier an den anderen Seiten genauso. Das müssen wir aufmachen. Ja, auch das können wir aufmachen. Weil hier dürfte... Moment. Müssen wir alles einzeln machen. Die Straßenbahn, die können wir hier nicht verbinden. Macht eigentlich auch Sinn, ne? Weil brauchen wir ja nicht. Aber dann machen wir das erstmal so.
Hier haben wir den Doppelanschluss, das ist so. Okay, das heißt, dieses Stützkreuz können wir ja ganz gemütlich dann jetzt endlich entfernen. So, weil das stört mich ja doch ein bisschen. Die Nodes, die lassen wir, weil durch die Größe sind jetzt hier keine Nodes dazugekommen, die irgendwie doof wären. Ne? Hier an der Stelle könnte man hier als Brücke rübergehen und hier als Brücke. Wäre halt auch cool, oder? Warte mal. Dann müssen wir aber die Brücke nehmen, dass wir hier so durchgehen. Ne? Guck mal. Gucken wir uns das von oben an. Okay, wir ziehen voll als Brücke durch. Machen wir das so in einem. Das weiß ich jetzt nicht. Würde das so auch cool aussehen? Ja. Nö. Einfach nur nö. Das heißt, hier geht's leicht hoch. Hier geht's. Ja, okay. Ich verstehe, warum es gemacht wurde hier. Also warum das hier so. Das in den Tunnel überging. Ja, wir könnten das so lassen. Da kommt da eine Idee. Was wäre, wenn wir hier dann mit so einer Brücke arbeiten würden, mit so einer kleineren Straße? Ne? Als Beispiel, nehmen wir, haben wir denn hier? Die hier, ne? Machen hier dann eine Brücke rüber. So. Lassen das dann natürlich hier ein bisschen gerade verlaufen. Das heißt, hier gehen die drüber. Und hier machen wir dann irgend so ein Monument hin. Also nicht diese Monument ist falsch, irgendein einzigartiges Gebäude, so ein Merkmal. So, ne, sowas als Beispiel, so die Freiheitsstatue in New York, dass wir halt gucken, was wir hier haben, was hier hinpassen könnte. Und dass man das halt vielleicht hier vorne, wenn man so drauf guckt, dass hier halt dieses Gebäude steht, was auch immer das sein wird oder was da kommen wird. Machen auf jeden Fall gut Geld. Ja. Das wäre so meine Idee, was man hier vielleicht machen könnte. Das heißt, das ist auch schon mal vorbereitet. Da müssen wir halt, wie gesagt, schauen, wie das alles sich dann anschließt. Obwohl wir hier hingehen könnten. Da müssen wir jetzt mal kurz schauen. Der wird hier nämlich genau langsam berghoch gehen. Das muss man jetzt natürlich schon mal ein wenig anpassen. Ach, wir haben ja alle Tools der Welt. So, machen wir das so. Gut, weil das könnte, glaube ich, ganz cool sein. Dann bimmelt hier die Bahn durch, ne? Gefällt mir auch ganz gut. Machen wir vielleicht links und rechts ein Mauerstück hin. Und dann gucken wir mal, ja? Das heißt, das wäre so ein bisschen die Vorbereitung, ne? Die Gruppe für den kommenden Dienstag. Für euch den kommenden wahrscheinlich Samstag, ja. Da wird das DLC hier gezeigt. Ich bin ehrlich, ich bin kurz davor, die ganzen Dinger hier wieder abzureißen. Ich finde, diese Lager sind sehr zerstörerisch. Ne? Mal schauen, was hier so unterwegs ist. Die kehren momentan zurück. Ey, warum kehren die von hier aus zurück? Und Gegenpart hat auch wieder Stau. Yay. Sag ja, es ist echt so phasenweise immer wieder. Ich meine, das löst sich auch demnächst wieder auf. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Der wird kürzer, der wird nächstes Mal nicht mehr da sein. Aber so das Interne hier. Ich bin mir mit diesen Lagern. Oh nee, also ich baue hier drüben keine Lager. Nein, also keine Öllager hierfür. Ne, machen wir nicht. So die Industrie, die läuft halt momentan nicht so gut. Die macht jetzt auch immer noch 15.000, aber nicht so viel Geld. Genau. Das heißt, wir werden die Industrie wahrscheinlich nochmal ein Eck weiterbauen und gucken, dass es halt funktionieren könnte dann. Dann werden wir halt natürlich auch alles anpassen und gucken, dass sich soweit der Verkehr ein bisschen verteilt. Ich bin trotzdem ein bisschen irritiert davon, dass hier so viele Leute exportiert Güter. Sag mal, Bürschchen. Ach Gott, wir kriegen jetzt den Export von drüben. Ach, von der Fischindustrie.
Also die Fische und so, die fahren hier drauf und exportieren dann hier drüber. Das ist natürlich auch wild. Ne, das ist wirklich, ja, nee, also super. Freue ich mich. Wie machen wir das denn hier mit dieser Verbindung? Hier sind wir viel zu hoch. Und hier ist, ja, okay, da müssen wir mal gucken. Das heißt, die Verbindung wäre gar nicht so unwichtig, glaube ich. Mit dem ganzen Export, guck mal, das, wie gesagt, das löst sich dann auch direkt wieder auf. Das ist halt immer so phasenweise. Hier steht es halt auch. Gut, hier sind wir halt stuck. Das ist halt ein Problem. Aber das machen wir dann. Es ist auf jeden Fall der Stau hier, dieser extreme Stau, der durch den Import kam, ne, wo die Lager vollgeräumt worden sind. Der dürfte weg sein. Wir haben noch ein bisschen. 2000 zahlen wir immer noch dafür. Es ist doch nicht wenig, was da in den Import kommt. Ich frage mich, wer ihr alles seid auf einmal. Wo kommt ihr her? Könnte halt natürlich sein, dass ihr jetzt mittlerweile vom von den Bahnhöfen hier aus der Richtung dann hier wieder anfahrt. Dass halt hier das Gewerbe in dieser Richtung vielleicht bedient wird aus dieser Richtung. Das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir mal gucken. Und das könnte sein, weil der Teil hier hat eigentlich sehr gut funktioniert. Er wird aber auch kürzer. Aber das funktioniert aktuell nicht so ganz. Da müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, das größere Problem aktuell ist eher, dass wir hier in diesem Bereich natürlich jetzt erstmal gucken müssen, was funktioniert. Und da müssen wir jetzt mal gucken, welche kleinen Bereiche hier funktionieren und welche nicht. Und welche halt nicht funktionieren, weil zu viel Fahrzeuge über diese kleinen Straßen dann laufen. Da werde ich dann den einen oder anderen Turm verschieben und vielleicht hier hinten dann weitermachen. Ne? Dass halt sich das ein bisschen aufteilt. Das ist wohl doch ein bisschen zu dicht hier. Das könnte durchaus sein. Da muss man das mal noch ein wenig genauer unter die Lupe nehmen, wie das Ganze hier ist. Hier ist sehr viel los. Ist aber wenig Ölindustrie hier, ne? Also, ne, also ist, wenn man so durchguckt, sieht man. Das heißt, die Verbindung zur, hier, diese Verbindung zu dieser Straße, die wäre wichtig. Dann hätten wir hier nämlich einen ganz guten, eine gute Verbindung. Dann läuft das nicht über den Freeway. Das kann ja gerne darüber laufen. Mal schauen, was wir dadurch natürlich wieder anlocken werden von anderen Industrien und Gewerbe. Aber ja, das wird man dann sehen. Das werden wir dann sehen. Das heißt, nächstes Mal werden wir uns darum nochmal kümmern, weil das ist soweit vorbereitet. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier nochmal was machen könnte. Das heißt, wir werden nächstes Mal hier, das, was wir heute jetzt nicht geschafft haben, werden hier das Autobahnkreuz mit, das abgespeckte Autobahnkreuz, werden wir dann versuchen, ein bisschen auszubauen. Und ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze dann aussehen wird. Und ob natürlich die Ölindustrie funktionieren wird. Ja, da machen wir jetzt nicht so viel Gedanken. Das werden wir schon hinkriegen nach und nach. Das ein bisschen verschieben hin und her dann auch wieder. Und natürlich auch wieder ein paar Sachen neu bauen. Damit das natürlich einigermaßen gut funktionieren dürfte. Ja, genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. An dieser Ecke wahrscheinlich in Blue River. Haut rein, vergesst die Bewertung nicht, gerne auch ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!